Berlin bei Nacht. Schon allein wegen der aufwendigen Beleuchtung einfach schön. Doch genau diese Lichterpracht bewirkt die sogenannte Lichtverschmutzung. Dabei wird natürliches Licht wie die Sterne und der Mond durch das Kunstlicht bedeckt. Deshalb gründete das Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei vor 2 Jahren das Projekt Verlust der Nacht, bei dem viele Forschungsfachrichtungen zusammenkommen. Viele Leute fragen uns, was hat Licht oder Lichtverschmutzung mit Wasser zu tun? Eigentlich eine ganze Menge. Menschen siedeln gerne an Wasserwegen. Wo Menschen ist, ist auch künstliches Licht. Und dieses Licht macht nicht vor dem Wasser Halt. Wir haben beleuchtete Uferpromenaden, beleuchtete Brücken. Und die Wasserorganismen, beginnend mit den Fischen, aber auch den Insekten oder auch dem Plankton, reagieren auf dieses Licht und verändern möglicherweise ihr Verhalten dadurch. Und diese Reaktionen können bei der Vielfalt der Arten ganz unterschiedlich sein. Selbst bei verschiedenen Fischarten hat das Kunstlicht andere Auswirkungen. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei den Wanderfischen wie dem Aal, dem Lachs, es durchaus Einflüsse geben wird. Und jetzt stellt man sich mal einen Flussabschnitt mit mehreren beleuchteten Brücken vor. So kann man sich leicht vorstellen, dass die Tiere also im Bereich dieser Lampen länger bleiben. Entweder weil sie angezogen werden oder weil sie eben nicht vorbeischwimmen wollen. In beiden Fällen kostet das Zeit und Energie. Energie ist wichtig, da Wanderfische oft lange Strecken zurücklegen müssen. Und Zeit wird benötigt, um zum Beispiel den Sexualpartner an einem bestimmten Ort zu treffen. Auch auf verschiedene Vogelarten wirkt sich der unnatürlich helle Nachthimmel unterschiedlich aus. Während Zugvögel davon irritiert werden, stört es die Hausente eher weniger, dass die Nacht zum Tag wird. Gerade die Stockente ist ein typischer Kulturfolger, der sehr häufig auch in Städten lebt und dadurch auch sehr viel das künstliche Licht mitbekommt. Enten sind tagaktive Vögel, das heißt, während des Tages sind sie unterwegs, um zu fressen. Und Licht kann bei Enten dadurch durchaus auch positive Folgen haben, denn es vergrößert den Tag. Und wir wissen von einigen tagaktiven Vögeln, dass sie dann einfach länger unterwegs sind, länger fressen und dadurch weitaus mehr Futter finden können. Auf der anderen Seite wissen wir bei den Enten nicht, ob ihnen da nicht zum Beispiel diese Zeit zum Schlafen fehlt. Zugvögel hingegen orientieren sich unter anderem am Licht der Sterne und des Mondes. Fliegen sie über hell erleuchtete Städte, kann sie dies von der Flugbahn abbringen. Wir wissen seit 100 Jahren, dass Vögel ins Licht fliegen und dann mit Leuchttürmen oder eben mit Hochhäusern kollidieren, sich dabei schwer verletzen oder sterben. Oder auch einfach, wenn sie in dem Licht hängen bleiben, sehr, sehr viel Zeit und Energie damit verlieren, um zum Beispiel einen Skybeamer oder ein erleuchtetes Hochhaus zu kreisen, weil sie nicht von dem Licht wegkommen. Skybeamer sind Scheinwerfer, die über zig Kilometer hinweg zu sehen sind. Sie sind wegen ihrer hohen Lichtintensität besonders irritierend für Tiere. Gerade Insekten reagieren sehr stark auf künstliches Licht. Sie werden von Straßenlaternen angezogen, weil sie diese mit dem Mond verwechseln. So eine Lampe, wenn die jetzt zum Beispiel an einem Gewässer steht, wirkt wie ein Staubsauger. Sie zieht Insekten aus benachbarten Ökosystemen an. Diese sind da in großen Dichten und erschöpfen sich zum Teil, sterben dort oder werden eben auch gefressen von anderen Tieren, die sich genau auf diese Situation angepasst haben. Und dies hat dann eine Verzerrung von ganzen Nahrungsnetzen zur Folge. Die Straßenbeleuchtung trägt bis zu 50% der Aufhellung des Nachthimmels bei. Um diese Aufhellung einzugrenzen, entwickelt das Projekt Verlust der Nacht nachhaltige Beleuchtungskonzepte. Also man weiß zumindest, was Insektenfreundlichkeit angeht, dass das Natriumdampflampen gar nicht so schlecht sind. Das sind diese gelben Lampen, die Sie oft in den Städten sehen, sind zudem auch noch energieeffizient. Die neue Technologie der LEDs hat den Vorteil, Licht nur noch auf den Boden gerichtet abzustrahlen und nicht in den Nachthimmel zu streuen. Ein gelbliches Licht ist angebracht, aber kostspielig. Neonreklamen oder Parkplatzbeleuchtung, zum Beispiel auch Gebäudebeleuchtung von öffentlichen Gebäuden, müssen nicht unbedingt die ganze Nacht leuchten. Um 3 Uhr nachts sind vielleicht relativ wenige Leute da, die diese Neonreklame überhaupt lesen. Und dann stört es vielleicht eher den Anwohner, als dass es einen wirklichen Werbeeffekt hat. So schön es auch aussieht, es ist wohl das Beste, unnötige Beleuchtung in der Nacht einfach mal auszuschalten.